So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Keine Ahnung, was wir heute machen. Die letzte Aufnahmesession war ja der größte Scheißtrick, den ich hier auf YouTube gebracht habe. Denn ich habe nämlich grundlegend versagt. Ich würde sagen, wir gammeln mal zu Buck und... Ja. Bisschen laut auf dem Ohr. So, los geht's. Links kommt keiner. Uah. Läuft. So, da fährt auch einer. Rechts überholen. Oh. Ach ja. Ich genieße gerade die Musik so ein bisschen. So, da sind wir schon. Waren wir hier nicht erst? Ach, schau mal, wer da steht. Elende Drecksack. Fettsack. Der geht... Ey, ich mag den überhaupt nicht. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an Keith. Keith heult die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul. Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Ja. Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und nein. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Tja. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben. Aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück. Wieso haben alle verkackte Charakter hier in so Zwischensequenzen eigentlich immer so einen merkwürdigen Schatten? Oh, Flashlight. Geht's hier hinten noch weiter? Ach, wie geil das irgendwie aussieht. Mysterious. Ja, Ladebildschirm. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Piraten. Das war nicht geplant. Ich brenne immer noch. Nee, ich brenne nicht. Hä? Wieso hat er angefangen zu brennen? Als ich den berührt habe. Batterie. Die sind hier doch. Wo sind sie denn?
Och nee, nicht schon wieder. Das war cool, gell? Nee, jetzt fackelt hier wieder alles. So, Geld einkassieren. Auf der Minimap ist... kommt keiner? Wir nehmen natürlich wieder alles mit. Komm schon. Ich hab absolut nicht vor, mich grillen zu lassen. So. Wunderbar. So, nochmal nachladen. Puh, das hätte ich vorerst machen. Das hätte ich zuerst machen sollen. Na egal. Alter, wie viele Leichen. Geld geil. So. Na. Ein Molly haben wir bestimmt noch bekommen. Nee, haben wir nicht. Geizhals. Eine Erkundungsmarke. Oh. Ist doch meine Waffe, oder? Ja. Nein. Jetzt. Zack. Noch einmal. Und noch einmal. Haben wir alles? Nein. Da haben wir noch. Ich höre die ganze Zeit hier so ein Krisseln irgendwie. Wie so der Slender irgendwo rumläuft. Ein Sniper. Dann schnipern wir mal zurück. Wow, 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 wow. Ganz langsam. Das waren doch noch lang nicht alle, oder? Das waren doch noch lange nicht alle. Puh. Kann ich durch das Holz schießen? Nein. Mist.
Mann. Jackpot. Renn schneller. So, ist noch alles voll? Ja, gut. Gott, scheiß Musik. Oh nein! Der Sack hat mir gerade noch gefehlt. Der hat mir gerade noch gefehlt. Ja! Oh, den haben wir jetzt gut ausgeschaltet. Selbstüberschätzungserror. Du Drecksack. Und eine Granate. Naja, immerhin. So. Wir müssen eigentlich da oben hin, aber erstmal alles hier absuchen. Das Aufzug. Lichterchen. Munition aus. Sonst nichts mehr. Medikit dort. Ist hier oben noch was? Sieht nicht so. Nö. Halt! Eine Leiche. Haben nicht zwei, es waren ja zwei Scharfschützen. Da war der eine da oben. Hm, egal. So. Auch zu schreien. Au. Schade, ich wollte es cool lösen. Oh Mann. So, Spritzerin. Hätte mal nachladen sollen. Stirbt. Das stirbt nicht. Erstmal looten. Die mit den Mollys, ne? Die gehen mir auch so richtig auf die Eier. So scheiße Typen. So, jetzt wird hier Rabatz gemacht. So, ein Sniper, dann snipern wir da mal zurück. Jetzt hab ich. Das Dach ist eine Möglichkeit.
Ich muss den erstmal verbrennen lassen. Moment. Komm schon. Also. So. Noch, Mann. Also das mit diesem Waffenwechsel bei Leichen, das geht... Das ist nervig, sage ich ganz ehrlich. Das nervt ein bisschen. Far Cry 4 ist ja auch bald ist ja schon angekündigt. Wie denn jetzt zu trinken hier stehen, das ist doch scheiße. Und du willst Profi sein? Na, nimm! Finde die merkwürdige Tür in einer Ausgrabungsstätte. Läuft bei mir. Schön, dass wir überhaupt keinen Mundi-Engpass oder so haben. Hier ist alles voll. Halt! Unseren Scharfschützen, den nehmen wir natürlich auch noch mit. Liegt hier sonst sowas? Oh, da will ich nicht unbedingt runter. Ah. Ich probier den Kompass. Ja, probier mal. Dass der sofort weiß, was zu tun ist. Sesam, öffne dich. It's magic. Geil. Komodo-Varan. Zack. Ja, sehr nett hier. Hm. Einfach darunter? Ja. Eine Sackgasse. Ach, wie geil. Aber wir wissen alles, was das bedeutet. Wir kennen das aus Hollywood. Ein riesiger, geiler Raum. In der Mitte irgendein mysteriöses Symbol. Wenn wir den ziehen, dann passiert zu 1 Milliarde % etwas. Man kennt es. Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Sag ich doch. Ah. Moment, das ist Verlockung. Bevor ich da reingehe, will ich erst gucken. Was ist das denn? Schildkröte oder sowas. Ist hier nicht... Genau, da drüben ist noch was aufgegangen. Wow. Will ich da runter? Das ist Wasser. Man sieht nichts. Ah! Schnaffte! So, sonst ist hier nichts. Ich zieh hoch. Alter, das ist so tief dunkel. Da siehst du nichts. Ich dachte, das ist einfach ein Riesenloch. So, ist hier sonst noch was auf? Von da kamen wir. Ne, ist nix. Doch, was ist hier? Eine Ruine, eine kaputte. Medizinmädchen. So. Da sind wir. Ach, scheiße. Falscher Knopf. Nachladen. So. Und genau. Und los geht's. Woo! Na? Komm doch. Ich fordere dich heraus. Wenn du nicht willst, dann mach ich halt. Ach, das sieht... Alter... Richtig geil inszeniert. Ach, geil.
Ich feiere das hier extrem. Hammer. Ah, schau mal da. Ja, ist ja gut. Immer langsam, mein Freund. Wieso gibt es hier so viele Warane? Ha, Schlange, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ich hab sie gehört. Das elende Mistvieh. Haben wir da oben noch was? Sieht nicht so aus. Bis auf eine Schüssel mit Feuer. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Och, kennst du doch. Oh oh. Aufzug der Moderne. Neu von Bosch programmiert. Wow. Du sagst es. Alter, dieser Stamm hätte uns eben zermalmt. Ah, fuck. Glück gehabt. Ah, na, da komme ich sicher nicht raus. Ach, wie geil. Das hier so geil inszeniert gerade. Sieht richtig geil aus. Ich glaube, im Video kommt das nicht mal halb so gut rüber wie bei mir hier gerade. Kann man schön verkaufen, machen wir wieder schön cool und dann kann ich mir für mein großes, ich wollte gerade sagen MG. Mein Sturmgewehr endlich mal ein Visier kaufen. Da brennt's, warum auch immer. So, ist hier noch irgendwas? Haben wir irgendwas übersehen? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube da... Ach, man kennt's doch. Weiteres Kompassteil. Hier alles ein. Ja, natürlich. Lauf, Jason, lauf, Jason, lauf, lauf, lauf. Lauf, Jason. Alter, wie schnell hat das denn bitte Feuer gefangen? Oh oh. Schön an den Wänden entlang laufen. Wohin? Dahin. Lauf, 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 lauf. Ach schade, ich wollte selber drüber springen. Licht. Wetten, jetzt steht der Bug da wieder. Der Bug. So ein Sack. Hast du mir einen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr, also bau schnell alles ab. Und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte. War was, Kumpel? Du sagst, wie es läuft. Ah. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Das schon, Keith. Ja. So. Bist du mit dem Deutsch schon weiter? Hm? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut, fast geschafft, Sir. Alter. Dann bau das Kompassteil ein. Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut.
Ich hab so dermaßen Lust, dem eine Kugel in den Kopf zu jagen. Hä, wo kamen wir denn? Echt, ich hab so große Lust, dem eine Kugel durch den Kopf zu jagen. Ich hasse ihn. Oh, grün, was eine Pampe. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Ja, geil. Zwei Stück, was haben wir hier? Doppeltod von oben. Mit leer kannst du... 7,5-fach XP pro Kill. Das werden wir so gut wie fast nie machen. Atemkontrolle. Viermal länger stabil. Mache ich, weil ich sniper ja gerne. So, was haben wir hier? Feldraum, medizinische Spritze erneuert. 6 Gesundheitsfelder. Abweisen das Fahren. Die Spinne, hier müssten wir auch mal ein bisschen was machen. Grüner Daumen erntet doppelt so viel Gegenstände. Was haben wir eigentlich hier? Messerwurf-Takedown. Das wäre richtig geil. Das muss ich unbedingt auch mal machen. Messerwurf. Das erinnert mich voll an COD. Oder an Battlefield. Da haben wir ganz viele blaue Blumen. Haben wir hier irgendwo ein Krokodil in der Nähe? Nö. Hä? Ah. Kurz Luft tanken. Gott, was eine Brühe. Hier ist ein Relikt irgendwo. Luft. Ah. Ein Molly. Naja, gut. Und 222 Dollar. Uiuiui. Heute Rucksack voll. Gut, dann mache ich hier mal einen Folgencut. Die geht jetzt schon eine halbe Stunde. Aber das Schwein hat sich da gewälzt. Moin. Ja. Wo sind wir denn eigentlich? Toll, wir haben hier die Mission begonnen. Wo sind das nächste Ausrufezeichen? Dann können wir da vielleicht gleich hin. Da oben. Gut, dann reisen wir mal schnell nach... War das Amanaki? Das war doch nicht Amanaki, oder? Nee, ist nicht Amanaki. So, gut. Verkaufen wir noch schnell. Schnellverkauf. 1500 Dollar, geil. Kaufe ich mir noch mein Visier. Da. Anpassen. Rotpunkt optisches Reflex. Geil. Oder vielleicht ein optisches Visier. Das erhöht die Genauigkeit natürlich extrem und die Reichweite. Dann nehme ich lieber das da und ein erweitertes Magazin. Ja, so. So. Mein Sturmgewehr ist bereit. Ich sollte mir nochmal eine Munition holen. Und wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge von Far Cry 3 und gucken da mal, was der liebe Herr Wook dann noch von uns möchte.